Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play The Walking Dead. Nach meiner langen Abwesenheit bin ich dann auch wieder da. So, und wir starten auch direkt mal ein neues Spiel. Standard, mehr Hilfe von den Benutzeroberflächen, meine Hilfe. Ja, nehmen wir Standard. So, Episode 1, ein neuer Tag. Tilton Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybone Entertainment. The Walking Dead. Episode 1. Ein neuer Tag. Well, I reckon you didn't do it then. Warum sagst du das? Du weißt, was man über diese spielt das wirklich eine Rolle? Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Und was meinst du? Nicht von mir jedes Mal. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Okay. Ziel auf dem Rückspiegel. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Du stammst also aus Macon, du hast also eine Meinung, was meinst du? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? I got much choice? Sure don't. Okay. Regardless, could be you just married the wrong woman. Ja, scheiß Typ, oder ich hab den falschen Mann geheiratet. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 21. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Mann, vielleicht war er unschuldig, also hat er es getan. Maybe he was innocent. Innocent? They innocent? Caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Okay. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. Oh my god. This other time... Suck.
Ah! Fuck! My leg! Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal aus dieser Karre rauskommen. Polizist. Hey! Hey, Officer! Are you all right? I'm still cuffed back here! Ich glaube, der sagt nichts mehr. That doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Okay, so erstmal die Scheibe raustreten. Und noch ein Tritt. Okay, und noch einer. So. I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Ein Stück nach vorne. So, jetzt aber. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Okay, jetzt erstmal um den Wagen rum. Gucken, ob der Bulle die Schlüssel noch hat. Okay, der Pumpgun. The officer's shotgun is over there. Okay, dann schnappen wir uns mal so. Why would he need that? Okay, wie war denn das nochmal? Genau so. So, streng dich an. Hat man das Knacken richtig gehört? Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Ja, ohne Handschellen geht das auf jeden Fall besser, aber okay, da ist noch eine Patrone. Die nehmen wir doch auch gleich mit. Ah, bück dich. So, okay. Ich hoffe mal, der Gute ist tot. Officer? God damn. Okay, keine Antwort. Ich glaube... Officer? Wir können näher rangehen. Da sind auch die Schlüssel. Okay. Nummer 1. Shit. Fuck. Oh oh. Ganz vorsichtig. Okay, okay. So, schnell die andere Seite öffnen. Oh, ach so, die war noch gar nicht offen. Okay. Zack. Oh oh. Officer? Oh, fuck, 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 fuck. Holy shit! What in the hell? Get away from me! Pumpgun in die Hand. Okay, nachladen. Scheiße. Don't make me do this! Wow. Erstmal weg damit. Man. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Are you dead? Ja, hey! Ich glaube, er ist tot. Are you dead? Oh, wer steht denn da? Help! Drin? Go get someone! There's been a shooting! Okay, oh, was war das? Was war das? Oh, nein. Ah! Okay, ah! Ach, voll fassen. Okay, jetzt aber schnell nimm die Beine in die Hand. Fuck.
alleine. Super, die Zombies hauen ab. Das ist ja schon mal gut. Okay, jetzt bleibt mir Zeit, um mich ein wenig umzuschauen. Hello? Anybody? Okay, hier ist ja rein gar nichts. Okay, da vorne ein T-Serie. Ich glaube, das hilft uns bei der Situation gerade auch nicht wirklich weiter. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Das wäre jetzt nicht schlecht. Okay, schauen wir uns mal weiter um. Help! Ich glaube, schreien hilft da nicht mehr wirklich. Das Gartentor, da kommen wir mit nach draußen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erst noch mal im Haus um. Aber bevor ich die Tür öffne, setze ich mal eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge.